Guten Mittag, ich bin hier offensichtlich mit dem Fahrrad unterwegs, um die schöne Insel Pöhl zu umrunden. Da werde ich mir zwischendurch was kochen und so weiter. Ich wünsche mir viel Spaß dabei. Ja, Grüße aus Timmendorf am Strand. Ich habe knapp die Hälfte geschafft, 27 Kilometer um genau zu sein. Werde also definitiv mal Zeit für eine kleine Mittagspause. Ich war hier früher als Kind schon öfter, natürlich, weil das ja in der Gegend ist. Aber hier an den Steilküsten selbst noch nie, weil das immer sehr gefährlich ist. Aber für YouTube mache ich das. Ja, das sieht man. Ziemlich schöne Gegend, muss ich ja sagen. Das Wetter ist super, ich finde es gut. Also definitiv kann ich mir hier schön was zu essen machen. Naja, Essen machen. Das Ganze ja mal, also ich habe mal angekündigt, dass ich eine Kochshow machen will. Das hier ist sie nicht. Es gibt doch was ganz Einfaches. Und zwar koche ich mir ganz einfach diese komischen Yam-Yam-Nudeln. Aber mit was Besonderem. Ich habe hier so ein bisschen Erdnusspulver, also Erdnussbutter quasi als Pulver, um das ein bisschen aufzupeppen. Wie gesagt, das heutige Video dreht sich nicht ums Kochen, sondern ich würde ein paar Fragen beantworten. Aber keine von euch, sondern von ChatGPT, weil ich das irgendwie witzig fand. Es kamen allerdings ein paar komische Fragen am Anfang raus. Warte mal, ich habe das mal notiert. Da kamen Fragen wie, warum hat das Fahrrad so viele Freunde? Also ich wollte Fragen haben, aber nicht so eine Frage, auf die ich keine Antworten habe. Na, ich habe auf jeden Fall ChatGPT auch gesagt, dann gib mir bitte mal die Antworten auf deine komischen Fragen. Ich spiele das mal durch mit ein paar Fragen, die ich da bekommen habe und den Antworten. Also, warum hat das Fahrrad so viele Freunde? Antwort, weil es immer Reifen hat, neue Leute kennenzulernen. Also Reifen in Anführungsstrichen. Keine Ahnung. Oder eine andere Frage, was sagte das Fahrrad zur Klingel? Antwort, klingel doch nicht so laut, ich bin schon gerädert. Und so weiter. Also keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich falsch gefragt, weil es klingt nach schlechten Witzen und auf jeden Fall auch nach Witzen, die schlecht vom Englischen ins Deutsche übersetzt worden sind. Also für mich auf jeden Fall, naja. Nach so ein bisschen Rumgeklimpere und ein paar neuen Versuchen kamen dann ein paar Fragen zustande, die ich gleich mal vorlesen will und beantworten möchte. Ich muss nur ab und zu mal gucken, ob das Essen fertig ist. Au! Ja, es ist heiß. Ich bin so doof, ich habe einen Löffel vergessen. Oh nein. Na egal. Das wird schon, dann esse ich das irgendwie mit den Fingern. ChatGPT Q&A. Welches ist dein ultimativer Tipp für jemanden, der eine längere Fahrradtour plant? Ich bin selber noch keine längeren Touren gefahren. Ich sag mal, ein guter Sattel oder so ein Arschpolster in der Hose wäre ganz gut. Und auf jeden Fall viel zu trinken, gerade an warmen Tagen. Und damit meine ich natürlich kein Bier, sondern Wasser, idealerweise. Oder irgendwas mit Elektrolyten. Also mein Tipp, ein guter Sattel, eine gute Hose mit Polsterung vielleicht und viel zu trinken. Welches war dein unerwartetes oder lustigstes Erlebnis während einer Reise? Und wie hast du reagiert? Ich war 1989, also vor ein paar Jahren, mit meiner Mutter in Budapest. Und in dem Hotel war die israelische Wasserball-Nationalmannschaft. Das fand ich sehr cool. Ich hatte zwar nie was mit Israel oder damals Sport oder gerade Wasserball zu tun, aber es war cool, es war die Nationalmannschaft von Israel. Die hat mir dann noch so einen Aufkleber gegeben und alle haben unterschrieben, fand ich sehr cool. Das war eigentlich, das hat mich immer noch geprägt, deswegen erinnere ich mich immer noch daran. War schön. Und damals auch noch andere Zeiten. Welches war dein skurrilstes oder lustigstes Erlebnis bei einem Laufwettbewerb und wie bist du damit umgegangen? Skurril. Ich weiß nicht, was skurril bedeutet. Lustig. Witzigerweise war es jetzt zweimal beim Schwedenlauf so, dass in der finalen Kurve immer irgendwer im Weg stand. Beim letzten Mal war es irgendwie ein Läufer mit Kinderwagen, der da genau lang gelaufen ist. Ich musste da irgendwie fast über den Zaun klettern. Und in diesem Jahr war es auch mal eine
eine Menschentraube. Ganz viele Menschen rennen, standen da, liefen, gingen, was auch immer. Genau in der Kurve, genau wo ich, aber man lief da so einen Berg hoch, der anstrengend war. Und gerade in der Kurve trifft man da auf so einen Haufen Menschen, die da quasi rumstehen. Da muss man halt drum rumlaufen. Das fand ich kacke. Naja, was ich noch scheiße fand, war ja beim 15-Lauf in Schwerin, dass die ganzen, dass alle vorne standen und irgendwie nach vorne wollten. Aber es war nicht skurril. Skurril. Lustig. Also bisher war noch gar nichts lustig. Ich mache das auch nicht zum Spaß, sondern weil ich was erreichen will. Ne? Und deswegen gibt es da keine lustigen Erlebnisse. Doch, naja. Nächste Frage. Welches war dein größter Erfolg oder deine größte Leistung, auf die du besonders stolz bist und warum? Das kann ich ganz klar, ganz kurz beantworten. Meine beiden Kinder. Punkt. Warum ich darauf stolz bin, das sind meine beiden Kinder. Also es gibt nichts, auf das ich mehr stolz bin, egal was passiert in meinem Leben. Das wird immer der Punkt sein. Welches Buch, welchen Film oder welche Serie könntest du immer wieder genießen? Buch, gelbe Seiten, Telefonbuch, ich lese ja nicht. Ich habe noch einen Haufen, Fotobücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und wenn ich die fertig habe, dann kann ich dazu bestimmt was sagen. Film, Fight Club, das geht immer. Serie, Breaking Bad und Rick and Morty. Bei Rick and Morty ist es ein bisschen einfacher, das kann man wirklich immer gucken. Bei Breaking Bad ist es halt ein bisschen, na, ich will nicht spoilern, aber es ist halt ein bisschen dramatischer. Ne? Aber das wäre so meine Antwort darauf. Was ist deine größte Leidenschaft im Leben und wie hat sie dich geprägt? Seit März, April 2023 laufen. Weil es gibt mir sehr viel, ich kann abschalten, ich komme raus, kriege einen Kopf frei und das ist gut für den Körper und für alles. Laufen ist die beste Medizin für mich. Und wie hat es mich geprägt? Alles ist besser geworden, würde ich sagen. Also viel. Welche Fähigkeit oder Eigenschaft an dir schätzen andere Menschen besonders? Und warum glaubst du, dass es so ist? Ich würde ja sagen, ich bin total lustig. Meine Kinder sehen das anders. Was schätzen die an mir? Wahrscheinlich, weiß ich nicht, was schätzt ihr da draußen an mir? Antworte mal bitte für mich. Nächste Frage. Wenn du die Chance hättest, eine Fähigkeit oder Eigenschaft zu erlernen, die du noch nicht besitzt, welche wäre es und wie würdest du sie einsetzen? Ich würde gerne fliegen und dann würde ich im Flug auf Autos scheißen von Menschen, die ich nicht mag. Das wäre eine Sache, die ich, also fliegen generell, und ich würde es halt einfach davon nutzen, um oder Leuten auf den Kopf zu scheißen, aber die ich nicht mag. Obwohl ich kann ja, normalerweise kann ich auch so auf die Autos kacken, aber von oben besser, da ist mehr Schwung dabei. Ja, fliegen. Doch, fliegen ist super, genau. Fliegen auf jeden Fall optional, das mit dem Vollscheißen der Menschen. Nächste Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer berühmten Persönlichkeit einen Tag zu verbringen, wen würdest du wählen und was würdest du mit der Person unternehmen? Ana de Armas, ob ich die jetzt richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Die Schauspielerin. Die würde ich wählen. Und was würde ich mit ihr unternehmen? Essen gehen. Ja, essen. Die oder Sydney Sweeney, mit der würde ich aber auch nur essen gehen. Und wenn es ein Mensch, ein Mann sein müsste, dann wahrscheinlich Keanu Reeves. Und der könnte mir so ein paar Tricks beibringen, wie ich Menschen schlagen kann, die ich nicht mag. So, das waren jetzt ein paar Fragen willkürlich gewählt. Es gab noch mehr, aber die habe ich jetzt rausgenommen, das würde den Rahmen sprengen. Also noch so ein Fahrradwitz. Außerdem habe ich Hunger. Mal gucken, was mein Essen macht. Oh, ich würde sagen, ist fertig, ne? Huch. Das sind natürlich auch wieder so eine anderen Tüten bei mit Öl und Gemüse, die ich auch vergessen habe reinzumachen. Ich bin auch manchmal ein bisschen doof. Okay, ich esse das jetzt. Ohne Kamera. Und danach mache ich mich auf den Rückweg, weil heute ist noch Volleyball, Beachvolleyball auf dem Marktplatz in Wismar. Und das möchte ich mir nochmal angucken. Außerdem, ich habe vergessen, meine Kamera aufzuladen. Die ist nämlich auch gleich alle. Ja, ich will erstmal was essen. Also irgendwie sehen wir uns gleich noch. Ich habe jetzt mal überlegt, wegen der Witze und der schlechten Übersetzung. Da könnte was dran sein. Und zwar folgendes. Es könnte Sinn ergeben, wenn man jetzt den Witz umformuliert. Im Prinzip, warum hat das Fahrrad keine Freunde? Auf Englisch. Dann wäre die Antwort, too tired, passend. Also passend sehr und vielleicht sogar ein bisschen witzig. Aber naja, so. Schlecht übersetzt. Naja, okay. Zurück zur Radtour. Das liegt jetzt ungefähr auch schon ein oder zwei Wochen zurück.
Und ich will mal eben schnell die Rücktour kommentieren, weil da habe ich keine Montage. Also, es ging also offensichtlich durch einen Wald an der Steilküste entlang, dann fast über einen Acker Richtung Wangen oder Hinterwangen, vorbei an Pferden, an vielen Pferden, und ich mag Pferde. Das bin ich übrigens. Irgendwann bin ich dann in Kirchdorf angekommen. Das ist ja schön, so ein kleiner Hafen da. Und man kann da auch ganz gut Fischbrötchen essen. Ich habe keins gegessen, weil ich war satt. Naja, irgendwann auf jeden Fall kommt man dann wieder auf die Straße zurück, die ich hingefahren bin. Und das hat man ja in der Montage gesehen. Deswegen gibt es das jetzt nicht nochmal. Ja, alles in allem war das jetzt, Moment, 50 Kilometer, um genau zu sein, 245 Höhenmeter. Immerhin. Durchschnittsgeschwindigkeit leider nur 21 km/h. Könnte am Gegenwind gelegen haben, denn die letzten 20 Kilometer hatte ich richtig scheiße Gegenwind. Dazu noch warm, also wie so ein Föhn ins Gesicht, weil das waren irgendwie 30 Grad. Naja, dennoch war es schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das zählt. Naja, ich habe mich dann noch mit dem Eis belohnt. Und ich war noch ganz kurz auf dem Marktplatz wegen der Beachvolleyball-Sache. Aber auch nur ganz kurz, weil es war einfach warm und ich musste noch einkaufen. Ja, das war mein Samstag. Radtour nach Pöhl. Nächstes Mal fahre ich irgendwo anders hin. Ich will die Kilometer ein bisschen steigern. Also 75 demnächst. Dann mal 100 Kilometer am Stück. Sollte was werden, denn ich habe einige Leute, zwei, drei in meinem Freundeskreis, die da definitiv mitmachen. Wenn ihr das seht und hört, meldet euch bei mir oder ich melde mich bei euch. Und dann geht's los. Ja, wunderbar. Das war es auch schon von mir. Kurze, knackige Abmoderation. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.